Eine kleine Welle bemerkte eines Tages, dass eine große Welle anrollte. Sie wurde neugierig und sie näherte sich der großen Welle und fragte: Du große, weise, alte Welle, du hast doch schon so viel gesehen. Kannst du mir sagen, ob es so etwas wie den Ozean gibt? Und die große Welle lächelte und sagte: Ich habe schon öfter vom Ozean reden hören, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Als ich diese Geschichte das erste Mal hörte, hat sie mich sehr berührt. Diese Geschichte möchte uns etwas darüber mitteilen, wer wir sind. Wir sind ähnlich wie diese Wellen, nicht isoliert und müssen für uns alleine stehen, sondern wir sind gehalten und geborgen und gut aufgehoben in Gottes Liebe. Wir selber sind Gottes Kinder und wir sind Teil von ihm, von seiner Liebe. Und wenn wir das für uns annehmen können, dann können auch wir im Übermaß Liebe weitergeben, uns durchströmen lassen von seiner Liebe und sie weiterreichen. Es ist ein Irrtum, eine Täuschung zu glauben, wir wären isoliert, wir müssten alleine uns durchs Leben kämpfen. Nein, wir sind verbunden. Wir dürfen nur aufwachen. Wir dürfen nur wach werden wie diese Welle, danach fragen und dann erkennen: Ja, wir sind eins mit ihm, geborgen und gehalten.